Mein Herr, gesellt euch zu mir. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Überrascht mich, euch in Azamoth zu finden. Wir beide gehen dorthin, wo man uns braucht. Meine Geschichte ist auch für eure Ohren. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Berühmt für seine Weisheit und Treffsicherheit. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Die Menschen flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Doch seine Rüstung verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori oft meditiert haben soll. Ich will nur die Mongolen aus unserem Zuhause vertreiben. Die Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Seine Rüstung ist ohnegleichen, mein Herr. Und ich glaube, dass sie noch da draußen ist. Findet die lila Krone. Machen wir alle zu jener Zeit. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, mein Herr.